Hallo, das Insider-Video Prüfung Personalfachkaufmann entschlüsselt ist noch verfügbar. Klicken Sie auf den Link unter dem Video. Mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie zeige ich Ihnen, wie man Lösungen generiert für Prüfungsfragen. Hier geht es wieder um ein internes Qualifizierungsprogramm. Und hier werden wir nun gefragt nach den Informationsquellen. Informationsquellen. Und wir verbalisieren wieder. Verbalisieren. Denn das Wort Informationsquellen generiert jetzt nicht unbedingt Lösungen in unserem Kopf. Also, was muss ich wissen, um die richtigen Mitarbeiter in ein internes Qualifizierungsprogramm zu bringen? Oder wer könnte mir sagen, welche Mitarbeiter? Was könnte mir sagen, welche Mitarbeiter? Wir machen uns eine Struktur der Lösung. Ich glaube, nach fünf Informationsquellen sind wir hier gefragt. Mir fällt ein, zunächst einmal die Personalbeurteilung. In guten Personalbeurteilungen steht immer auch der Aspekt interne Weiterbildung oder Weiterbildung generell. Da wird der Mitarbeiter gefragt, da werden Notizen gemacht, das wird festgehalten. Das kann also eine Informationsquelle sein. Dann ein Kundenfeedback. Wir befragen oder beobachten auch, wie unsere Kunden reagieren auf unsere Produkte oder Serviceleistungen. Und ein Kundenfeedback kann eine Informationsquelle sein, zum Beispiel, was wir schulen in diesem internen Qualifizierungsprogramm. Denn die Fragen, um Lösungen zu generieren, sind oft wer, was, wie lange, ja, wie viel, wer. Ja, hatte ich schon gesagt. Das sind W-Fragen, mit denen wir jetzt auch hier wieder Informationsquellen generieren können. Also Kundenfeedback bezieht sich auf das zum Beispiel, was geschult wird. Dann die Selbsteinschätzung der Mitarbeiter. Die Selbsteinschätzung der Mitarbeiter, die ich wiederum feststellen kann über Gespräche. Damit habe ich schon wieder das nächste Gespräche. Bespräche können sich auf viele Dinge beziehen, auf das Wer, auf das Was, auf das Wie lange und wie viel, also die Dosierung und zum Beispiel Testergebnisse. Testergebnisse zum Beispiel von Mitarbeitern in Assessment-Centern oder ähnlichen Veranstaltungen. Das könnte wieder hinweisen, wer zur Schulung kommt und was geschult wird. Ja, Sie sehen, das sind fünf. Ich könnte andere hier noch generieren. Wenn man verstanden hat, wie man Lösungen generiert, ist es nicht mehr so schwer. Klicken Sie nun auf den Link unter dem Video und holen Sie sich die Insider-Information Prüfung Personalfachkaufmann entschlüsselt. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.